Hallo Löwe, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für den Monat Juni steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Löwe. Starke Legung. Wie bei allen halt. Wow, qué fuerte. Die Karte der Tod hinter dem Deck. Die Karte der Tod, Löwe, spricht ja über eine Transformation. Sagen wir mal jetzt, ja. Mit dieser Karte kann man natürlich über vieles reden. Aber wir müssen weiter schauen jetzt, ne? Also die Karte der Tod, Nummer 13, Sternzeichen Skorpion. In manchen Fällen sagt ja Sternzeichen Skorpion etwas, dass du mit einem Sternzeichen Skorpion zu tun hast. Das könnte für eine Gruppe natürlich auch reden, ja. Die Karte der Tod spricht über eine ziemlich tiefe Transformation. Die Karte der Tod spricht über eine Vergangenheit auch. Eine Person, mit der du schon bereits einen Schluss gemacht hast. Und wir müssen nicht immer über einen Wunschpartner reden. Es kann eine Person der Familie sein, eine wichtige Person für dich von der Familie. Sogar meine Mutter, meine eigene Mutter, Vater, Großvater, wie auch immer. Also ich meine jetzt nur, es muss nicht immer so, damit man das auch vielleicht einordnen kann, ja. Also es muss nicht immer für einen Wunschpartner sein. Es kann eine Person der Familie oder wie auch immer. Wir schauen weiter. Also die Karte der Tod ist natürlich eine starke Energie für dich für den Monat Juni. Und ich muss dir sagen, Löwe, eigentlich nicht nur für dich. Also ab Monat Juni, ich würde sagen September sogar, wird sich alles, also es wird nicht sein, wie es mal war. Also ja, alles, es kommt eine Veränderung bei uns allen und es wird nicht mehr alles so sein, wie es mal war. Ja, die Veränderungen sind da, weil der Kosmos das so möchte. Das hat sehr viel auch mit den Sternen zu tun. Wir verändern uns. Es gibt eine Veränderung, eine Transformation in uns selbst. Wir sind auch nicht mehr die gleiche Person wie gestern. Gott sei Dank, oder? Also Gott sei Dank sage ich auf jeden Fall von meiner Seite aus. Also ich möchte nicht mehr die gleichen Charakter oder wie auch immer von gestern haben. Ich bin auch froh. Also deswegen sage ich spüre hier eine starke Energie bei dir. Immerhin ist die Karte der Tod. Die Karte der Tod spricht, wie gesagt, über eine Person, die nicht mehr die gleiche Person ist wie gestern. Eine Person hat sich transformiert hier, von mir aus, Löwe. Dass du mit einer Person zu tun hast, die nicht mehr die gleiche Person ist wie gestern. Die Person hat sich total transformiert. Vielleicht ist das hier eine Person, die du schon sehr lang nicht mehr siehst. Du siehst diese Person schon sehr lang nicht mehr. Und wenn du diese Person wieder siehst, dann denkst du, wow,
Was für eine Veränderung, ja? Zum Beispiel, die Person hat 20 Kilo abgenommen, 20, 30, und das steht die Person sehr gut. Oder die Person hat 20 Kilo zugenommen und steht die Person auch sehr gut. Ja? Warum? Wenn man zu schmal war und eine Person doch etwas mehr. Also, ich meine jetzt die Transformation, die ich hier sehe, soll eigentlich positiv sein. Ja, eigentlich so eine Transformation. So eine Transformation kann nur immer positiv sein. Weil das heißt, man kommt von einer Situation, die nicht sein sollte. Wir alle gehen durch diese Karte. Wir alle müssen durch diese Karte gehen. Und das ist keine leichte Energie. Also das Gefühl wirklich, auch sogar für eine Person ist, ich musste sterben. Ich musste das Gefühl bekommen, ich sterbe. Ja. Und wieder ins Leben zu kommen. Also die Energie ist ziemlich, ja, ziemlich, wie du siehst. Löwe, Augenblick bitte. Sechste Münzen. Wir reden hier über ein Ende mit einer bestimmten Person sogar. Die Königin der Schwerter, und das ist sehr wahrscheinlich du auch. Das kann für dich eine Person sein, die Altersunterschied mit dir hat. Oder ich rede sogar über ein Verhältnis Vater-Kinder, also Vater-Kinder, Mutter-Kinder. Das kann sogar manchmal auch so sein, dass ich mit meinem Kind so kein gutes Verhältnis habe und dass ich das Kind schon so oft eine Chance gegeben habe und da, wo ich sage, weißt du, jetzt muss ich tatsächlich entscheiden, für dich, dass es dir gut geht oder dass es mir gut geht. Und wenn ich zwischen dir oder mir entscheiden muss, dann entscheide ich mich für mich. Ich meine jetzt in dem Fall, dass man sagt, ich habe schon so oft so viele Probleme mit diesem Kind gehabt. Ich habe diesem Kind so oft so viele Chancen gegeben. Ich kann krank werden, ich werde krank. Also das heißt, ich bin sogar auf dem Punkt, ich muss auf den Punkt kommen, dass ich sage, weißt du, entweder bist du oder ich. Und es ist ja klar, dass ich auf mich aufpassen muss. Ich muss auf mich aufpassen. So eine Energie spüre ich hier. Es kann nochmals, eine bestimmte Energie ist hier, zeigt sich hier. Ja, und die Energie, ich denke, du musstest wissen, wer die Energie ist. Löwe, ich habe hier die Königin und der König der Münzen und der Herrscher und die Herrscherin. Ich habe viele Menschen, viele Energien. Herrscher, Herrscherin, König der Münzen, Königin der Münzen, Königin der Schwerter und die Hohepriesterin. Ich habe hier eine interessante Energie, wie gesagt. Ja, ich habe viele Menschen hier. Ich habe viele Menschen, weil das, was ich gerade gesehen habe, habe ich dir jetzt gerade gesagt. Ja, also die Situation mit einem Kind. Aber könnte man zum Beispiel hier auch den Fall haben, dass zum Beispiel jetzt, und das ist wieder eine andere Situation. Ich bin in einer Dreierbeziehung. Ja, oder ich bin mit einem Mann gewesen, ich sage jetzt vielleicht nur gewesen, die in einer Beziehung ist. Ich mache hier einen Schluss. Du hast viele große Arkanen, viele große und wichtigen Arkanen auf dem Tisch. In der Mitte die Mäßigkeit, das ist ein Schutzengel. Erzengel Gabriel zeigt sich bei dir. Das ist der Engel der Kommunikation auch. Wichtige Kommunikationen und ich meine jetzt, Löwe, du hast diesen wichtigen großen Arkana Nummer 14 in der Mitte direkt für deine Legung, in der Mitte für den Monat Juni. Plus die Karte der Tod. Puh. Von vornherein sage ich dir, dass du einen Schutzengel hast. Und diesen Schutzengel ist schon eine Verstorbene von dir. Eine Person, die du verloren hast. Du musst jetzt wissen, wer die Person ist. In manchen Fällen einen Vater. Ich sehe schon hier eine ältere Person. Es kann über einen Vater reden. Einen Vater gestorben, ist gestorben. Also ich rede sehr wahrscheinlich hier für Menschen, die entweder keinen Vater und keine Mutter oder keine Mutter mehr haben, denn ich sehe hier einen Verstorbenen.
Also, und für mich spricht schon über sehr wahrscheinlich einen Vater. Das ist das Gefühl, was ich bekomme. Ja. Wie auch immer, Skorpion Schütze. Was ich meine ist, ich sehe hier einen Verstorbenen. Ja. Du hast einen Schutzengel. Du hast einen Schutzengel. Und du hast auch eine komplizierte Zeit hinter dir, Löwe. Und die Energie sagt dir, wir sind bei dir, du bist nicht allein. Ja, du bist beschützt, du bist beschützt. Du bist gesegnet, Löwe. Wenn du als Crosswatchers dich auch siehst in der Legung, sprichst auch für dich. Du musst nicht mal Sternzeichen Löwe sein. Es gibt immer einen Grund, warum man in einem Video reinkommt. Und ja, die Energie bei dir, Löwe, zeigt sich sehr stark. Sehr stark. Denn es ist bestätigt, dass wir hier über einen Schutzengel reden. Also, es ist bestätigt. Die Karte, die sich hier kreuzt, ist 8 Münzen. Eine Gruppe von Sternzeichen Löwe hat eine ziemlich komplizierte Situation auf der Arbeit. Ja, also irgendetwas ist hier mit der Arbeit. Vielleicht hat das mit einer Krankheit zu tun. Ich war jetzt krank, ja, ich war sehr lang krank. Ich musste heilen. Ich sehe hier eine Person, die vielleicht heilen musste, in einer Heilung war. Sehr lang jetzt. Die Karte, die Mäßigkeit, spricht über Zeit. Ist eine Karte, die mit Geduld verbunden ist. Viel Geduld, viel Zeit. Eine Karte, die nochmals eine Person, die heilen musste. Hier gibt es eine Heilung. Und der Grund, warum meine Arbeit in eine Blockade war, hat mit meiner Heilung zu tun. Da ich eine Heilung hier mache oder wie auch immer, eine bestimmte Heilung gibt es hier. In manchen Fällen, Löwe, kann das sogar mit einem Verstorbenen zu tun haben. Ja, wenn ich eine Person in der Familie verliere und diese Person wichtig für mich ist, es dauert, bis ich diese Situation verkrafte und ja, es dauert. Und das ist das Gefühl, was ich bekomme, vielleicht hier, dass eine Person sich Zeit genommen hat, um diese Situation zu heilen. Ich spüre hier nochmals, dass die Arbeit in der Blockade ist. Eine Arbeit ist in der Blockade. Die Karte, die Mäßigkeit, sagt dir auch, alles wird gut werden, alles wird gut, aber habe Geduld. Und ja, vielleicht sagst du noch mehr Geduld. Das ist die Karte, die Mäßigkeit. Die Karte, die Mäßigkeit sagt, alles wird in der richtigen Zeit kommen. Augenblick bitte. Löwe, ich sehe schon bei dir eine wichtige Kommunikation im Monat Juni. In manchen Fällen diese Kommunikation erwartest du gar nichts, weil mit dieser Person hast du schon sehr lange nicht mehr gesehen, hat sich sehr verändert und du rechnest mit dieser Situation nicht. Du rechnest nicht mit dieser Kommunikation. Wir reden über eine Person, die heilen musste, tatsächlich krank war oder eine Heilung musste oder wie auch immer. Und die Legung kann sich natürlich auch spiegeln für die Crosswatchers. Löwe, starke Energie bei dir. Du wirst bestimmt sagen, das sagst du bei allen Legungen. Aber wenn ich dir gleich die Karten zeige, dann wirst du mir recht geben. Es ist wahr, dass ich manche Legungen da habe, wo man sagt, wow, ja. Aber du kannst mir glauben, deine Legung ist ein wow. Das ist eine starke Legung. Eine starke Legung, Löwe. Das ist nicht normal, sage ich dir. Du hast hier mit deiner Zwillingsflamme zu tun. Ne?
Das sage ich dir aber auch. Du hast hier mit einer Zwillingsflamme zu tun. Das ist nicht normal. Das ist nicht von diesem Leben. Das ist der Grund, warum du die Mäßigkeit in der Mitte hast. Du hast die Mäßigkeit in der Mitte. Du wirst hier geführt. Einen Schutzengel ist bei dir und gibt dir Zeichen. Du musst Zeichen sehen. Du musst das bekommen, weil Gott ist auf dem Tisch. Das Universum ist präsent hier. Das kann für dich nur reden, wenn du an meine Worte glaubst. Wenn dir meine Worte zu, was weiß ich, zu mystisch oder zu unglaublich sind, ist natürlich vielleicht, weil das noch nicht deine Zeit ist. Weil das, was ich hier habe, ist sicher. Und ich kann mich natürlich schon irren. Ja, natürlich. Aber die Karten nicht. Das, was ich hier habe, ist eine starke Legung. Zeige ich dir gleich. Siebente Kerlchen hinter dem Deck. Ich spüre hier eine Königin der Kerlchen. Also hier sieht man wirklich Sternzeichen Skorpion bei dir sehr stark, Löwe. Sternzeichen Skorpion, aber Fische. Fische oder Krebs auch. Das ist das Gefühl. Ich sehe hier Optionen irgendwie. Oder eine Person mit Optionen, sage ich es jetzt mal. Oder eine Person, die... Ich sehe hier eine Person, die, schau mal hier, schau dir bitte diese beiden Karten. Diese Energie, die ich hier habe jetzt, Löwe, diese hier, und nicht vergessen, wir reden ja für dich, weil du kannst dich in dieser Beschreibung auch sehen jetzt. Diese Person, die wir hier haben, ist natürlich eine hübsche Person. Eine Person, die, in manchen Fällen eine Person, die irgendwie bekannt ist. Bekannt oder einen großen Freundeskreis hat und dadurch auch die Person sehr bekannt ist. Ich spüre sogar hier eine Person, die sehr viel Erfolg zeigt und mehrere Optionen hat. Das ist eine Person, die ich hier habe und nochmals, in manchen Fällen rede ich ja für dich. Wir reden ja für dich. Ne? Löwe. Interessante Energie. Augenblick bitte. Übrigens, für dich, wichtig auch für Monat Juni, ist deinen eigenen Sternzeichen. Sternzeichen Löwe zeigt sich natürlich hier sehr stark. Interessant ist, dass für dich in KW23 hat man auch diesen Sternzeichen gesehen. Sternzeichen Löwe wie du. Vielleicht hast du mit mal in deiner Vergangenheit, ich sage es jetzt wegen dieser Karte der Tod hier, vielleicht hast du mal in deiner Vergangenheit mit einem Sternzeichen Löwe zu tun gehabt. Und du hast diese Person nicht mehr gesehen, plötzlich jetzt im Monat Juni, so wie das Leben ist, treffe ich wieder diesen Sternzeichen. Und die Person hat sich total verändert. Löwe, wir hatten für dich, warte mal kurz bitte, ich glaube KW23 war für dich auch interessant. In dem Fall, dass du diese Woche nicht gesehen hast, empfehle ich dir das zu schauen. KW23. Und was ich auch gerade spüre, ist, dass da eine klare Synchronisierung mit Sternzeichen Zwilling war. Tatsächlich. Hier sieht man drei Gläser. Die Nummer 3, also hier gibt es irgendwie eine Party, einen Treff. Hier sieht man eine Person, hier hat man Spaß, ich treffe jemand. Die Nummer 3 zeigt sich bei dir oft das. Die Nummer 3. Und die Stadt sieht man hier. Die Nummer 5, ja. Die Nummer 5, es kommen Veränderungen hier. Ja, Veränderungen kommen bei dir sowieso. Das denke ich mir auch. Löwe, Veränderungen kommen. Das sagt uns schon so, die Karte der Tod sagt das schon. Die Karte der Tod spricht ja schon klar, über klare Transformationen hier bei dir im Monat Juni. Schau bitte jetzt die Karten, die für dich gekommen sind. Die Mäßigkeit haben wir ja gesehen. Die Mäßigkeit. Begleitet mit einem Ritter der Stäbe.
Nee, de Kelchen. Rita de Kelchen. Ja, ja. Es gibt hier eine Versöhnung. Deutlich, ja. Löwe. Hier habe ich eine Person, die du kennst. Ich sage nicht der Vergangenheit, weil eigentlich, wenn das jetzt meinen eigenen Vater ist oder Mutter, es ist ja klar, dass ich die Person von der Vergangenheit kenne. Ist mein Vater, meine Mutter, ja. Warum sage ich das? Weil ich habe schon gemischte Gefühle, wer diese Person für dich sein könnte. Für eine Gruppe sehe ich hier einen Vater. Wenn du zum Beispiel eine komplizierte Verbindung zu deinem Vater hattest oder Beziehung zu deinem Vater oder zu deiner Mutter, ich spüre hier schon eine Versöhnung. Ja. Oder eine Person versucht sich hier zu versöhnen. Eine Person hier kommt hier im Frieden. Das ist das Gefühl hier. Es kann für dich ein Vater, eine Mutter. Es kann, du verstehst mich ja, oder? Ich kenne deine Situation nicht. Ich spüre hier eine wichtige Energie für dich. Die Energie zeigt sich wichtig. Ist nicht irgendeine Energie. Diese Person möchte sich mit dir versöhnen. Von meinen Karten kam sie. Wow, qué fuerte. Hier steht, ich lese es vor. Er oder sie ist alles, was du willst. Sogar mehr, als du dir erwünscht hattest. Sei geduldig, gibt's ja nicht, oder? Löwe. Ich meine jetzt, die Karte der Geduld ist ja da. Das ist die Karte der Mäßigkeit, sprichst du über Geduld. Hauptsächlich die Mäßigkeit, sprichst du über Frieden und Geduld. Sei geduldig. Hier sehe ich eine Person, die du möglicherweise sehr lang nicht mehr gesehen hast. Aus was weiß ich, welche Gründe? In manchen Fällen gab es ja eine Person, eine Beziehung, das sieht man schon auch extrem deutlich. Aber ich meine, darüber werde ich jetzt nicht gerade reden. Was ich hier spüre, ist eine Person, die mit dir sich versöhnen will, und das ist sicher. Und er oder sie ist tatsächlich alles, was du willst. Also eigentlich, du würdest dich mit dieser Person. Du würdest dich schon glücklich fühlen. Also eigentlich, er ist alles oder sie ist alles, was du dir wünschst. Und sogar mehr, als du dir wünschst. Also die Energie sagt dir, sei geduldig. Sei geduldig. Wow. Löwe, weißt du das Gefühl, was ich hier habe? Meine Karte sagt, sei geduldig, ja? Aber weißt du, wer das in Wirklichkeit sagt? Glaube mir, also ich bekomme gerade so richtige, wie sage ich, Botschaft, ja? Das ist ein Verstorbener von dir. Einen Verstorbener von dir will dir jetzt sagen, sei doch geduldig, sei geduldig. Denn diese Person tatsächlich ist alles, was du dir erwünscht hast, ist alles, was du willst, sogar mehr. Als du willst. Sei geduldig. Das sagt dir einen Verstorbenen, einen Schutzengel, den du hast, will dir sagen, dass du geduldig sein sollst. Und weißt du warum, Löwe, gerade wirklich, ich bin mit deiner Energie extrem sprachlos. Weil du weißt, wie das ist. Du hast hier sehr stark mit Zwillingsflamme zu tun, sehr, sehr stark. Ob für was Gutes oder schlecht. Also die Sache ist, hier sind Zwillingsflammen. Ja. Es ist nicht immer positiv, nicht immer, nicht immer. Aber wir schauen mal, weil in manchen Fällen war ich jetzt in eine Zwillingsflamme-Beziehung und ich musste mich trennen, weil diese Person mir das Leben schwer gemacht hat. Ja. Und was heißt das? Wir müssen uns getrennt, also trennen. Manchmal, also Zwillingsflamme spricht nicht für alle. Also nicht alle Menschen treffen eine Zwillingsflamme in einem Leben. Irgendwann, aber nicht, irgendwann schon in einem anderen Leben, aber nicht in diesem Leben. Also in diesem Leben treffen wir alle nicht unsere Zwillingsflamme. Ja? Weil oft brauchen wir Zeit, natürlich Zeit, um dass man sich getrennt eine Arbeit macht. Normalerweise, man sagt, wenn ich schon meine Zwillingsflamme treffe und mit der Person schon bleibe,
Wir kommen nicht mehr zurück in diesem Leben. Für uns ist den Lehrer die Lektion schon gelernt. Also wir haben schon eine Lektion gelernt und wir gehen in eine andere Stufe. Für uns ist das was ganz anderes dann. Danach ist was ganz anderes. Ja. Aber deswegen sage ich, bis man eine Zwillingsflamme erstmal wirklich trifft und mit dieser Person zusammen bleibt, muss sehr wahrscheinlich mehrere Leben vergehen. Deswegen sage ich, wir sind nicht alle in der gleichen Zeit und so weiter. Das ist jetzt gerade nicht so. Was ich meine, ich sehe hier Zwillingsflamme, natürlich. Die Sache ist, die Energie sagt tatsächlich, habe Geduld, weil entweder du oder die andere Person in einer Situation sich befindet, in einer komplizierten Situation sich befindet und es ist wichtig, dass du Geduld hast. Diese Nummer 8 der Münzen ist begleitet mit 4 der Stäbe und gegen Manipulation. Ja. Ich denke, eine Person befindet sich hier in einer komplizierten familiären Situation, was sogar mit Manipulation verbunden ist. Es gibt hier Manipulation in der Familie, Manipulation in der Arbeit, Manipulation in den Finanzen. Also ich spüre hier eine komplizierte Energie. Deswegen den Satz gegen oder das Wort gegen Manipulation. Und das ist in der Blockade, Löwe. Diese Energie, die ich hier habe, ist bei dir in einer Blockade. Wir reden über Manipulation. Ja? Und ich sehe hier die Familie auch. Die Familie. Es hat mit Eigentum hier zu tun. Eigentum, Haus. Also ich, ja, es könnte hier sein, dass ich. Weil ich sehe hier ein Eigentum, ich sehe hier die Arbeit, die Finanzen und Manipulation. Und das ist in einer Blockade. Die Energie sagt tatsächlich, habe Geduld. Ja, man sieht hier schon eine Situation bei dir, Löwe. In deine Unbewusstheit, fünfte Münzen. Fünfte Münzen spricht ja über Mangel, Verluste. Begleitet mit vier der Schwerter. Und hier sieht man Kinder. Kinder, Bücher. Ich sehe hier diese Person, die am Lernen ist. Ein Kind. Hier sieht man ein Kind. Hier sehe ich Bücher. Löwe. Vielleicht sagt dir das etwas, diese Karte. Eine Bibliothek. Ein Kind, das was lernt. Viele Bücher. Eine Person, die sogar schreibt. Vielleicht schreibe ich meine Geschichte. Ich möchte meine Geschichte schreiben. Ich ziehe mich zurück und ich bin für mich und ich schreibe meine Geschichte tatsächlich. Ich spüre hier eine Person, die sehr, ja, allein ist, sich allein fühlt, tatsächlich. Eine Person fühlt sich hier allein, zieht sich zurück, ist irgendwie im Verlust oder im Mangel. Ja, vielleicht eine Krankheit nochmals, Löwe, man könnte hier auch eine Krankheit sehen irgendwie. Das ist jetzt verschieden, weil entweder spricht das für ein Kind oder ist das deine Situation, dass du dich so fühlst oder so gefühlt hast. Die Energie hier verbinde ich auch mit der Vergangenheit. Aber dass eine Person sich hier zurückzieht, für sich ist, mehr liest, also ich lese, ich bin für mich, ich schreibe, ich bin in diesem Energieheilungsprozess tatsächlich, in dieser Energieheilungsarbeit. Ja, Löwe, das könnte ich ja auch bei dir spüren, diese Energieheilungsarbeit. Denn die Heilung sieht man bei dir. Deswegen sage ich, für eine Gruppe gibt es so eine Situation hier, dass man sagt, ich musste heilen. Ob das jetzt körperlich war, dass ich körperlich eine Krankheit hatte oder seelisch sogar, oder ich sehe hier so eine Situation. Und dass ich sage, okay, in der Zeit, wo ich heilen muss, schreibe ich oder ich lese mehr. In dieser Zeit habe ich auch nicht arbeiten können. Ich habe mich mehr, ja, ich arbeite nicht, ich habe nicht arbeiten können. Interessante Energie, Löwe. Schau bitte, für dich in deinem Bewusstsein kommen Ass der Münzen. Ass der Münzen sprichst du über Eigentum. Eigentum, Geld, Erbe. Vielleicht einen Erbe in der Familie.
Ich spüre hier nochmals eine Person, die, wie gesagt, eine Person, die gestorben ist. Die Energie zeigt sich. Diese Energie, die ich hier bei dir spüre, könnte ich für verschiedene Sachen verbinden. Ich könnte es mit verschiedenen Situationen verbinden. Wenn das jetzt ein Verstorbener ist und wir reden hier für dich doch über Erbe, Eigentum, Geld, diese Energie zeigt sich. Sogar, Löwe, sogar, dass du sagst, ich habe darauf gewartet. Mit viel Geduld. Ja, tatsächlich. Also mit viel Geduld hat man hier auf diese Situation gewartet. Die Herrscherin ist da. Die Herrscherin aus den Münzen. Ich sehe hier eine Mutter. Eine Mutter, eine Großmutter. Die Herrscherin zeigt sich bei dir zweimal in der Legung, Löwe. Ich spüre Reichtum hier. Von mir, von meinen Karten kommt die Karte Alarm. Alarm oder Katastrophe. Ich denke Katastrophen weniger, aber vielleicht Alarm in diese Situation, in diesem Erbe. Denn interessant, ich zeige dir, was ich hier sehe, Löwe, damit du vielleicht kommst du mehr. In der Blockade, bei dir, in der Blockade, kommt das Wort Gegenmanipulation. Ja, Gegenmanipulation. Hinter dieser Karte sehe ich gerade, steht, du kennst ihn oder sie durch die Arbeit. Achtung hier jetzt. Du kennst ihn oder sie durch die Arbeit. Die Karte der Arbeit kommt bei dir auch. Die Karte der Arbeit kommt bei dir auch. Und irgendwie, vielleicht zeigt sich hier bei dir in einer Blockade, Löwe, zeigt sich bei dir in einer Blockade eine Person, die du in der Arbeit, auf der Arbeit kennengelernt hast. Und das ist für dich vielleicht deine Zwillingsflamme, dass du sagst, das ist meine Zwillingsflamme. Ich spüre hier eine wichtige Seelenverbindung bei dir, habe ich dir ja gesagt. Und dann irgendwie Manipulation, Alarm. Was verstehe ich hier so ein bisschen, Löwe? Ich könnte hier denken, man kennt eine Person durch die Arbeit. Das ist jetzt sehr lang her. Das Gefühl ist, dass wir reden schon über viel Zeit. Weil die Mäßigkeit und die Karte der Tod, das ist schon viel Zeit vergangen. Habe ich eine Person auf der Arbeit kennengelernt. Ich habe gleich irgendeine Verbindung da gespürt mit der Person. Und ja, aber jemand war hier in einer Beziehung. Oft ist das der Grund, dass wenn ich in einer Beziehung war, ich habe aber doch, ich erkenne einen Zwillingsflamme, ich erkenne die Person als Zwillingsflamme, ist natürlich eine komplizierte Situation. Das verstehe ich schon. Aber oft redet man dann, eine Person befindet sich natürlich in einer komplizierten Situation und das ist eine familiäre Situation, ich bin in einer Beziehung. Warum könnte ich denken, Löwe, dass wir hier darüber reden, weil du hast hier deutlich, mehrere Paare, also die Königin und der König der Münzen, das sprichst du über eine Langzeitbeziehung. König und Königin der Münzen. Langzeitbeziehung. Und dann der Herrscher und die Herrscherin. Sogar zweimal das Paar. Also hier reden wir schon über feste Beziehungen. Langzeitbeziehungen. Und dann natürlich Zwillingsflamme. Ist deutlich. Es ist deutlich und nicht einfach. Ja. Das muss man dazu noch sagen. Ist deutlich und nicht einfach. Ja, nicht einfach. Deswegen das Wort hier Alarm oder Katastrophen. Ja, weil wir reden hier über diese komplizierte, über eine komplizierte Situation. Schau mal bitte jetzt in deine Vergangenheit, gibt es die Karte der Narr, das ist die Karte der Narr, diese Karte spricht über eine Befreiung, Löwe. Die Karte der Narr ist ein Loslassen, eigentlich, ja, loslassen, sich frei fühlen. Du hast hier starke Karten, Löwe. Kann ich dir wirklich sagen, du hast starke Karten, schau mal, die Karte der Narr plus die Karte die Welt, halt dich fest.
Und dann steht hier, er, sie wird dich finanziell oder emotionell unterstützen. Er oder sie wird dich emotionell oder finanziell unterstützen. Löwe, du bist in einem Zyklus. Was das jetzt auch immer für dich heißen mag. Weil ich kenne deine Situation nicht. Was für die Gruppe, die ich hier rede, ich rede für eine Gruppe von Menschen, die tatsächlich einen ziemlich komplizierten Zyklus hinter sich haben. Einen Zyklus normalerweise zeigt sich immer kompliziert. Was nicht kompliziert ist, ist kein Zyklus. So würde ich das sagen. Also wenn man mir sagt, nein, Veränderungen sind nicht kompliziert, nicht schmerzhaft, nein. Wenn eine Veränderung oder eine Entscheidung oder einen Zyklus sich weder schmerzhaft oder kompliziert gezeigt hat, ist das weder eine Veränderung, noch eine Entscheidung, noch einen Zyklus. Ja. Einen Zyklus zeigt sich schmerzhaft. Man musste wirklich sterben, um wieder auf der Welt zu kommen. Das ist ein Zyklus. Und das ist, was ich hier habe. Das habe ich für dich hier. Du bist nicht mehr die gleiche Person wie gestern. Du hast einen Zyklus. Ich sehe hier einen Zyklus. Also du hast den letzten wichtigen Arkanen, das ist die Nummer 21. Und der erste, die Nummer 0 meine ich jetzt. Der erste, die Nummer 1, ist der Magier. Du bist in dieser Befreiung. Du bist in dieser Befreiung, in diesem Loslassen. Du bist in diesem Schluss. Vielleicht hast du ja eine neue Person schon kennengelernt oder wie auch immer, weil ich sehe hier, ich spüre hier immer wieder so ein Gefühl von einer Person. Vielleicht geografische Distanz, Löwe, weil hier die Welt und der Narr ist eine Reise. Eine Reise sieht man hier. Das ist hier eine Reise. Die Karte, die Welt und der Narr, die machen eine Weltreise. Und dann hier, du kennst ihn durch, also ne, ich meine jetzt, er oder sie kann dich finanziell oder emotionell unterstützen. Es gibt hier eine wichtige Person, eine wichtige Energie. Das Gefühl, was ich bekomme, zwei Menschen, die hinter sich einen Zyklus haben. Was ich denke ist, Löwe, du hast mit einer Person zu tun, die genau eine komplizierte Zeit hinter sich hat wie du. Schaue bitte, du siehst ja die großen Arkanen hier. Überall, ich sehe hier eine wichtige Seelenverbindung. Ja? Schau mal in deine Zukunft, der Hierophant. Der Hierophant in der Zukunft plus Aztekelchen. Sternzeichen Stier zeigt sich hier. Interessant sind diese Tattoos. Löwe, hier sieht man Tattoos. Vielleicht sagt dir das etwas. Einer Person, die einen Tattoo irgendwo hat. Hier haben wir Tattoos. Ist das jetzt eine Person, die tätowiert? Reden wir hier über eine Person, die selbstständig ist und einen eigenen Geschäft hat. Ja, ich habe meinen eigenen Geschäft. Ich bin eine Person, die tatsächlich tätowiert. Ich mache Tattoos. Ich bin ein Künstler. Ich bin ein Künstler. Ja, tatsächlich. Menschen, die Tattoos machen, ich meine, da muss man auch gut in der Sache sein. Ich spüre hier schon die Arbeit wirklich. Also das Gefühl wäre hier, du hast eine Person wirklich hier durch die Arbeit kennengelernt, Löwe. Das ist jetzt sehr lang her. Ich bin gerade ziemlich, ich staune gerade, weil in manchen Fällen, du rechnest mit dieser Situation nicht, weil du diese Person schon sehr lang nicht mehr gesehen hast. Diese Person kommt aus einem anderen Land. Es gibt hier große Unterschiede, verschiedene Religionen sogar. Das ist für dich, also mehr als das würdest du dir gar nicht wünschen. Also eigentlich, das ist die Person, die du dir wünschen würdest in deinem Leben. Und danach kannst du ja sterben, so ungefähr. Wenn ich das wirklich in meinem Leben genießen kann, eine Weile,
bin ich schon wirklich vollkommen zufrieden. Also da gebe ich gebe mich schon für zufrieden. Das Gefühl ist das, ja. Also dass diese Person für dich das ist wie, wow. Maximum, das Maximum. Mehr als das gibt es für dich nicht. Von einer Person. Ich rede hier über Kompromisse, über ernste Kompromisse, denn der Hierophant geht mit der Wahrheit. Der Hierophant ist die Wahrheit. Der Hierophant möchte ernste Kompromisse eingehen. Der Hierophant möchte alles richtig machen. Hier sehe ich eine Person, die alles richtig machen möchte. Alles in seiner Richtigkeit. Der Hierophant möchte wirklich einen Kompromiss. Ich möchte dich heiraten, wenn wir den Fall jetzt hätten, ja, Löwe. Ich weiß nicht, wie deine Situation ist. Aber ich habe hier eine Person, die sagt, ich möchte dich heiraten. Ich möchte dich nicht einfach sagen, ich möchte dich für einen Moment mit dir ein bisschen Spaß haben. Nee, ich möchte mit dir tatsächlich den Rest meines Lebens mit dir zusammenbleiben und ich möchte dich heiraten. Löwe, ich spüre hier auch ein Gefühl von, in manchen Fällen, man fängt mit der Person auch, es gibt hier eine Verbindung Arbeit und die Liebe. Zum Beispiel, ich bin mit dieser Person, aber zusammen bauen wir zusammen was auf. Es wird hier, man baut was zusammen auf. Ja. Ich spüre bei dir, Löwe, eine ziemlich stabile Energie, sehr viel Stabilität. Ich denke gerade an Sternzeichen Widder, weil Sternzeichen Widder hatte sehr viel Erde-Element. Auch der Hierophant war bei Sternzeichen Widder. Aber ich erinnere an, nee, das war beim oben in der woanders. Aber nee, also das ist nicht dein Fall. Aber die Sache ist, spüre ich eine starke Energie, eine starke, also Löwe. Das Gefühl ist tatsächlich, du hast hier mit einer Person zu tun, die für dich nicht neu ist, eine Person, die irgendwie es doch wieder gut machen möchte, weil diese Person mit dir alles möchte. Ich sehe hier viel Spiritualität, die Religion, aber die Spiritualität nämlich auch. Und ich sage dir eine Sache. Vielleicht willst du sogar woanders umziehen. Du möchtest woanders leben. Du machst einen Umzug. Du gehst woanders und lebst da mit einer anderen Person und heiratest und alles. Schauen wir mal weiter, Löwe. Schau mal in deine Gefühle. Ist eine Puppe der Münzen? Puppe der Münzen? Siebende Stäbe und die Karte, du bist zwischen einem Ex und einer neuen Person. In manchen Fällen hat das mit Kindern zu tun. Du bist in einer Situation, wo deine Kinder auch da eine wichtige Rolle spielen. Weil manchmal, du bist zwischen einem Ex und einer neuen Person, muss nicht immer für uns allen reden. Für eine Gruppe kann das sogar sein, du bist zwischen deinen eigenen Kindern und einer neuen Person. Weil manchmal ist das so, dass die Kinder sich auch reinmischen wollen. Das ist jetzt nur so jetzt gesagt, aber weil die Karte, die Energie empfinde ich was interessant. Also ich sehe hier was Neues. Tatsächlich sieht man bei dir hier, Löwe, sieht man was Neues. Ist das Arbeit für dich? Du fängst was Neues an. Du fängst was Neues an. Und du bist zwischen einen alten Arbeitgeber und eine neue Firma. Du musst hier irgendwie vielleicht Entscheidungen treffen. Du möchtest was Neues. Das Gefühl ist da. Du möchtest was Neues. Haben wir hier sogar mit einer neuen Person Altersunterschied? Das könnte auch möglich sein. Ich glaube, das habe ich dir ja auch gesagt, oder? Dass vielleicht hier auch Altersunterschied gibt mit einer Person. Dass hier manche Konditionierungen geben könnte, weil wir reden hier auch über eine religiöse Ziehung oder Menschen mit, ja, wir wissen ja, vielleicht gibt es eine Konditionierung, also eine Person ist jünger als die andere. Und das, manche mögen das nicht so, ja, ich verstehe schon, ja. Aber die Energie zeigt sich. Löwe.
Löwe, starke Energie. Also ich spüre natürlich Familie. Was heißt das? Also das Gefühl ist wirklich, dass eine Person, entweder Löwe, jemand war verheiratet tatsächlich. Ich war verheiratet. Und jetzt lasse ich mich scheiden, weil ich mit dir zusammenleben möchte. Ich könnte es dir anders sagen, aber wenn ich dir ehrlich bin, das ist, was ich hier fühle. Das ist, was ich hier spüre. Denn natürlich sehe ich hier, ja, Ehepaaren. Schau mal bitte jetzt, was du von außen, ja, ansiehst. Also 4D-Münzen. Du siehst, diese Person schützt sich. Man schützt sich hier etwas. Hier kommt der Herrscher. Hier kommt der Herrscher. Hier kommt der Herrscher und ich bin ein bisschen vorsichtig, oder wie? Ich spüre hier sehr viel Stabilität, Löwe. Der Herrscher ist Nummer 4. Und 4 der Münzen, du hast Nummer 4, 4. Ich spüre eine Person tatsächlich, ich sage dir jetzt, was für eine Person ich hier habe. Ich habe hier eine Person, die selbstständig ist, seine eigene Firma hat. Diese Person ist sehr erfolgreich und hat Geld. Löwe, ist das deine Energie? Das wirst du schon wohl wissen, oder? Wenn ich dir sage, dass ich hier eine sehr stabile Energie sehe, eine Person mit sehr viel Stabilität, eine Person, die selbstständig ist, eine Person, die eigentlich niemand braucht und seine eigene Firma hat, sogar eine Person, die vielleicht in einem Ort lebt, wo diese Pflanze wächst. Diese Pflanze, das Aloe Vera wächst ja nicht überall, nur da, wo das Wetter passt, das Wetter muss passen, ja. Diese Pflanze überhaupt, ich glaube Südamerika, Kanarische Inseln nämlich auch. Also diese Pflanze, wie gesagt, wächst nicht überall, aber ist Medizin, also das ist eine medizinische Pflanze. Diese Person könnte eine Firma haben, was mit Kräuter zu tun hat. Kräuter, Pflanze. Medizin, medizinische, irgendetwas. Ich spüre eine Person hier, die sehr Erfolg hat, sehr erfolgreich ist, eine eigene Firma hat, sehr viel Stabilität zeigt. Löwe, das ist, was ich hier spüre. Ich spüre hier natürlich auch, man möchte hier was Neues anfangen mit einer bestimmten Person. Man wird hier beobachtet irgendwie. Löwe, wenn ich dir sage, du bist zwischen einem Ex und einer neuen Person und du sagst, eigentlich bin ich ja allein. Das könnte dann für die andere Person reden, mit der du zu tun hast. Eine Person ist zwischen dir und einem Ex oder noch eine familiäre Situation, weil man sagt hier Ex, aber diesen Ex, in manchen Fällen bin ich noch in dieser Scheidung drin. Verstehst du, was ich meine? Dass du mit einer Person zu tun hast, die noch in einer familiären Situation sich befindet, nicht eigentlich keine gute familiäre Situation ist, ja. Die Person müsste sich schon scheiden lassen. Und diese Person ist aber sehr erfolgreich. Das ist der Grund manchmal, wir wissen ja, warum die Scheidung so kompliziert ist. Aber diese Person möchte mit dir was Neues anfangen. Diese Person möchte es, ist sicher. Ich sehe viele jüngere Energien bei dir, Löwe. Deswegen denke ich, wir sehen hier Kinder natürlich auch, ja. Löwe, deine Energie zeigt sich ermächtigt. Schau mal nochmals der Herrscher. Du wirst es nicht glauben, oder? Weißt du, was das Gefühl, was ich auch bekomme? Ich spüre dann auch hier zwei Menschen. Zum Beispiel, du bist die Herrscherin. Mit dieser Energie musst du eine Herrscherin sein. Es geht hier nicht anders. Ich habe sogar zwei Herrscherinnen hier. Also eine gehört dir, wenn du Frau bist. Wenn du Mann bist, du bist der Herrscher. Es geht nicht anders, weil ich habe zwei Herrscher hier auf dem Tisch. Ich meine jetzt. Ja, damit man versteht, ich habe hier eine ermächtigte Energie. Menschen, die gleich sind, das ist, was ich sagen wollte. Also der Herrscher und die Herrscherin sind zwei Menschen, die selbstständig sind, unabhängig sind. Keiner braucht den anderen. Zwei Menschen, die vollkommen sind. Kinder haben, getrennt Kinder haben.
In manchen Fällen, die Familie vergrößert sich, weil wenn wir diese zwei Menschen zusammenkommen, kommen die Kinder von der Person, die Kinder von der Person und dann ist eine große Familie da. Ist auch schön, oder? Ich finde sowas für wunderschön. Also, wie gesagt, der Herrscher, in manchen Fällen, die Person hat eine andere Hautfarbe. Momentan habe ich in diesem Fall bei mehreren Sternzeichen überhaupt Wassermann. Bei Sternzeichen Wassermann habe ich sehr, sehr stark diesen Fall von verschiedenen Hautfarben. Warte mal kurz, bei wem hatte ich das noch? Krebs vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, ich weiß, das ist nicht so wichtig, aber manchmal ist nur halt für, als Zeichen für mich. Weil wenn ich mir das Video anschaue und denke, oh, war ja, tatsächlich, ich bin ja schwarz und die andere Person ist ja weiß. Also es gibt diese Unterschiede da. Ja? Religion sogar überhaupt. Ich sehe hier starke Unterschiede. Das ist nicht wichtig, aber wie gesagt, ist manchmal nur interessant, um zu wissen, ja, tatsächlich, das ist mein Video, ne? Weil ich bin so, ja. Das ist eine Person, die sehr viel Erfolg zeigt. Dann kommt, ja, wie gesagt, Bube der Stäbe. Ja, wie gesagt, ich spüre hier eine Person mit sehr viel Erfolg. Löwe, ich weiß nicht, wie das so direkt jetzt für dich spricht. Ich bin irgendwie mit deiner Legung, mit diesen großen Arkanen, mit dieser starken Energie, bin ich schon ziemlich sprachlos. Oder hast du schon mal gesehen, dass in einer Legung zweimal das Paar Herrscher und Herrscherin gekommen ist? Zweimal das Paar hier, Herrscher und Herrscherin. Und dann der König und die Königin der Münzen. Ich meine, ich finde deine Energie mit sehr viel Erfolg spüre ich hier. Viel Erfolg. Sogar, dass du mit einer Person zu tun hast, die sehr bekannt ist, die sehr viele Menschen kennt, sogar Autogramms unterschreibt. Hier zeigt sich dann so eine Person. Vielleicht sagt dir das hier etwas, Löwe. Die Person hat eine Ähnlichkeit mit dir selbst. Du siehst so ein bisschen aus. Du hast so diese Haarfarbe so ein bisschen oder die andere Person. Ja, Altersunterschied könnte hier sein, Löwe. Vielleicht Altersunterschied könnte hier geben, könnte. Klar, bei Zwillingsflamme sowieso. Zwillingsflamme haben viele Unterschiede. Schaue bitte jetzt hier, damit du verstehst, warum ich dir ganz am Anfang gesagt habe, dass deine Legung einen Wow, Wow, Wow wäre und nicht einfach nur Wow. Du hast als Ergebnis nochmals der Hierophant. Löwe, du hast der Hierophant in deinem Ergebnis und als Ergebnis in der Zukunft. Du hast den Hierophant zweimal für den Monat Juni, einmal in der Zukunft und einmal als Ergebnis. Einmal ist der Hierophant mit Aztekelchen, einmal ist der Hierophant mit Aztekelchen. Das ist ein neuer Kompromiss für mich. Das sprichst du über einen neuen Kompromiss, ernsten Kompromiss. Und einmal ist der Hierophant mit Aztekelchen beschäftigt. Zusammen. Wie ich das verstehe, ist deutlich. Ich sehe hier eine Trennung, aber ich sehe hier einen neuen Kompromiss. Das Ergebnis ist, dass man eine Situation verlässt. Löwe, das Ergebnis hier. Ich verlasse eine Situation. Rauche nicht tödlich kommt. Rauche nicht tödlich. Übrigens, wir haben ja über Sternzeichen Wassermann gesprochen. Bei Sternzeichen Wassermann kommt Rauche nicht tödlich auch in der KW23. Vielleicht gibt es eine Synchronisierung hier gerade, keine Ahnung. Also wenn du dir diese Legung anschaust, ich glaube KW23 kommt bei Sternzeichen Wassermann diese Karte auch. Und ich glaube sogar bei Sternzeichen Löwe auch, bei dir. Ist interessant gerade, finde ich. Eine Person raucht hier vielleicht. Eine Person musste oder sollte mit dem Rauchen aufhören, wäre nicht schlecht. Es gibt eine Situation hier, die man verlässt. Diese Situation, die ich verlasse, hat mit
mit manchen Verhaltensmustern oder Gedankensmustern, die ich so habe. Zum Beispiel nochmals, was ich bei dir gesagt habe. Ich komme aus einer ziemlich religiösen Erziehung. Ja, ich komme aus einer sehr religiösen Erziehung. Meine Eltern sind sehr, ja, religiös und so. Und ich verlasse manche Glaubensmuster, die ich so habe. Also was ich zum Beispiel jetzt, Löwe, was ich hier bei dir sehe, ist, das, was du bis jetzt gedacht hast, was du bis jetzt geglaubt hast, hat sich bei dir verändert. Also du glaubst nicht mehr so wie bis jetzt, du denkst nicht mehr so wie bis jetzt, du fühlst nicht mehr so wie bis jetzt. Das heißt, wenn du tatsächlich in einer Beziehung bist, du liebst diese Person nicht mehr. Das muss bei dir nur halt in Resonanz kommen, weil wenn du sagst, aber ich liebe meine, dann ist das nicht für dich. Was ich denke ist, ich habe hier eine Gruppe, die wirklich nicht mehr das Gleiche für den Partner empfinde. Wir waren sehr lang zusammen, wir hatten jetzt eine Langzeitbeziehung gehabt. Wir waren 20, 30 Jahre zusammen. Ja, der Hierophant spricht über eine starke, eine lange Zeit, Langzeitbeziehung. Das ist bei dir. Aber die Zeit ist jetzt reif. Also ich habe von dir und du von mir nichts mehr zum Lernen. Manchmal versucht man sich gegenseitig die Schuld zu geben. Du bist schuld oder ich bin schuld oder wie auch immer. Aber in Wirklichkeit, das ist nicht richtig. Das ist nicht fair sogar. Weil man macht ja nicht falsch. Ich mache ja nicht. Und schau mal. Vergib dir selbst. Du hast nicht falsch gemacht. Das sagt Erzengel Michael. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Vergib dir selbst, du hast nicht falsch gemacht, weil, nochmals, manche Situationen können wir manchmal nicht so richtig im Griff nehmen oder wissen, was wir damit machen, weil die Liebe in dem Fall ist nicht mehr die gleiche Liebe wie am Anfang. Die Zeit ist reif in eine Hochzeit. Die Zeit ist reif. Du hast von mir und ich habe von dir nichts mehr zum Lernen. Eigentlich, wir sollten im Frieden auseinandergehen. Man sollte im Frieden auseinandergehen, damit jeder die Möglichkeit hat, dann auch wieder glücklich zu werden. Oder zumindest, dass dieser Prozess nicht so kompliziert ist. Denn das ist, was ich hier spüre. Interessant ist, man sieht hier auch das Wort Tod, tödlich. Du hast die Karte der Tod hier. Was das für dich auch heißen kann jetzt. Ich meine jetzt, ich spüre Sternzeichen Skorpion sowieso. Sternzeichen Skorpion, aber ja, eine Situation ist gestorben. Das ist, was die Energie hier sagt. Eine Situation ist gestorben. Je schneller wir das verstehen und damit uns, desto besser für uns. Muss man jetzt einen Prozess erstmal eine Heilung machen, ja? Ist das einfach leicht? Nein, wer sagt das? Also niemand hat gesagt, es wäre einfach. Einfach und leicht ist das einfach so zu sagen, wie ich das gerade mache. Aber Löwe, diese Situation, ich meine, das ist nicht eine Situation für Sternzeichen Löwe nur. Diese Situation haben wir manche schon hinter uns und jetzt manche kommen dran. Das ist das, das ist alles. Manche sind jetzt dran und manche haben es schon hinter sich. Für niemand ist leicht. Für niemand ist leicht. Es gibt schon eine komplizierte Energie bei dir, Löwe. So ist es nicht. Wir reden schon über eine komplizierte Energie bei dir. Wenn du hier in einer Beziehung bist, ich sehe hier eine Trennung. Wenn du sagst, ich bin in gar keiner Beziehung, ich spüre hier einfach manche Glaubensmustern oder Verhaltensmustern, die du von anderen Generationen hast, die mit dir nicht mehr zu tun haben. Wie gesagt, wie ich bei Sternzeichen wieder gesagt habe, vielleicht hast du Sternzeichen wieder in deinen astrologischen Chart. Ja? Oder ich sage dir eine Sache, Löwe, ich empfehle dir, die Legung für Sternzeichen wieder anzuschauen. Es gibt schon eine Synchronisierung hier, ja. Warum? Weil es genauso wie bei Sternzeichen wieder, wie ich da erklärt habe, also oder gesagt habe halt. Also es ist so ungefähr, ich komme aus einer religiösen Erziehung,
Meine Eltern ja, haben ziemlich bestimmten Gedankensmustern, die eigentlich mit mir nicht mehr zu tun haben. Und ich würde zum Beispiel gerne doch lieber mit einer Frau eine Beziehung haben als mit einem Mann. Aber ja, wie erkläre ich das meinem Vater? Oder wie erkläre ich das meiner Mutter? Wenn ich meiner Mutter sage, Mama, das ist meine Partnerin, das ist meine Frau. Ja. So geschlossen wie die sind, weil die kommen ja, wie gesagt, aus diese strenge und religiöse Erziehung. Ich glaube, wir verstehen schon alle, was damit gemeint wird. Ja, also, was ich dir sagen möchte, ist, du bist nicht mehr die gleiche Person wie gestern. Du hast eine klare Transformation jetzt erlebt. Du hast andere Gedanken und Gefühle und überhaupt. Und das, was du bis jetzt dachtest, denkst du ja nicht mehr. Wenn du zum Beispiel manche Beurteilungen über manche Sachen hattest oder Menschen sogar, zum Beispiel, schau mal, wie der oder die das sich anziehen, wie die aussehen, du siehst das alles anders mit anderen Augen. Ja, für dich ist nichts mehr komisch dabei, dass eine Person jetzt, was weiß ich, wie sich anziehen will. Oder dass, wie gesagt, es gibt hier eine Art von eine extrovertierte Energie, interessant, nochmal eine extrovertierte Person, weil das ist genau das, was ich bei Sternzeichen wieder gespürt habe. Bei Sternzeichen wieder überhaupt sehr stark. Sehr stark. Bei dir spüre ich auch sowas, aber du ist ein Prozess, ne? Ist ein Prozess, aber bei Sternzeichen wieder ist wie ziemlich hart zu spüren. Ziemlich sogar. Bei dir gibt es hier auch sowas, aber. Mit mehr Vorsicht, sehr wahrscheinlich, weil ich spüre hier die Mäßigkeit und ich so ungefähr, ja, langsam, ich meine, wir wollen es denen schon zeigen, aber auch nicht so schnell, ne? Also, Erzengel Michael sagt dir, bitte Erzengel Michael um Hilfe in dieser Situation. Diese Karte sagt dir aber auch, Löwe, bitte um Hilfe, wenn du Hilfe brauchst. Du kannst Hilfe auch von einer bestimmten Behörde nehmen, weil du hast hier der sehr stark, dass eine Behörde ist hier bei dir, sehr stark zu spüren. Du bekommst Hilfe, bitte um Hilfe und du wirst diese Hilfe bekommen, ja. Erzengel Michael sagt dir das auch. Es gibt hier eine Art von Flirt spricht diese Karte. Zwei Menschen, die eine starke Anziehung zeigen. Sehr gerne sogar. Zeigt diese Karte, ja. Verlobung, ich denke, irgendwie wird hier eine Verlobung geben. Also, dass deine Beziehung eine andere Stufe erreicht. Das sehe ich bei dir hier. Ich sehe einen ernsten Kompromiss hier mit einer Person. Sternzeichen Stier, übrigens, Löwe. Sternzeichen Stier ist hier stark zu sehen. Und, oder? Du hast Sternzeichen Stier in deinem astrologischen Chart. Oder wie gesagt, Sternzeichen Stier ist sehr stark. Sehr stark. Ich sehe hier einen ernsten Kompromiss. Und das ist fürs Leben. Löwe, das ist fürs Leben. Wenn ich dir ehrlich bin, diese Energie zeigt sich extrem schön. Extrem schön. Du kannst diese Situation vollkommen vertrauen, du kannst es vertrauen. Diese Energie ist wunderschön. Du merkst ja, was ich dir gesagt habe. Ja, ich spüre schon eine Befreiung in eine bestimmte Situation oder wie auch immer. Ich spüre schon hier eine Befreiung erstmal. Du hast ja die Karte der Tod. Ich mache mir hier nichts vor, ja? Wir bleiben auf jeden Fall realistisch. Du hast die Karte der Tod und eine Befreiung. Das ist eine Befreiung. Du hast nämlich auch in deinem Ergebnis achte Kerzen. Wir reden hier über einen Loslassen, Schluss, Ende, Befreiung. Ja, deutlich, deutlich. Wo? In eine Hochzeit. Ja. Du hast hier eine Befreiung in eine Hochzeit. Du hast hier eine Verlobung mit einer neuen Person. Eine Person, die alles ist, was du dir wünschst. Diese Person hat alles, was ich mir wünschen kann. Alles. Löwe, du bist gesegnet.
Ich bekomme Gänsehaut mit deiner Legung gerade. Du bist gesegnet. Gott ist auf dem Tisch. Das Universum ist auf dem Tisch hier bei dir. Du bist gesegnet. Du hast gesehen, dass wir einen Schutzengel in der Mitte deiner Legung haben. Du bist gesegnet. Du hast einen Schutzengel. Du wirst begleitet. Das hier ist nicht, das ist nicht normal sogar. Du machst vielleicht einen Umzug. Ich sehe hier sogar einen Umzug. Ich weiß auch nicht. Ich spüre hier ein Ende. Ich spüre hier ein Ende. Nicht mehr und nicht weniger, ein Ende. Sogar, dass du sagst, ja, die Ende ist aber mit meinem Arbeitgeber. Perfekt. Das Ende ist mit der Arbeitgeber. Und du fängst was Neues an, was dich glücklich macht. Ja? Du machst dich selbstständig. Du machst dich selbstständig, weil du das Ende bei dir ist mit einem Arbeitgeber. Das ist das Ende für dich. Für eine Gruppe ist mit einer Beziehung, eine Hochzeit. Für eine andere Gruppe ist ein Arbeitgeber, wo du schon so lange da warst. Und du dich selbstständig machst. Hier reden wir über alles. Mit der Herrscher und die Herrscherin. Und diese Karten, die auf dem Tisch sind, wir reden hier über alles. Was du willst. Du sagst mir, worüber du reden möchtest. Und ich passe es dir einfach nur an. Weil hier können wir, mit dieser Energie ist eine starke Energie. Eine starke Energie. Nochmals kommt bei dir die Karte Geduld. Und Löwe, ich sage dir wirklich ganz ehrlich, sei geduldig. Ich denke, mit dieser Energie sehr wahrscheinlich wirst du es auch sein. Weil die Karte zeigt sich. Von da aus, da ich weiß, dass du einen Schutzengel hast und geführt wirst. Das heißt, du wirst immer wieder ein bisschen aus dieser Ruhe gebracht. So ungefähr, hey, warte. Interessant. Bei Sternzeichen Stier heißt das auch so. Warte. Warte und denke nochmals darüber nach. Das war bei Sternzeichen Stier. Qué fuerte. Aber ich glaube in KW 23, ja. Also, Löwe. Die Energie sagt dir, warte. Sei geduldig. Du bekommst das, was du dir überhaupt erwünscht hast. Sei geduldig. Du wirst Klarheit bekommen. Wow, wow, wow. Es kommt hier ein Geschenk. Nochmal sehe ich hier ein Geschenk. Diese Karte spricht über einen, man feiert, es gibt einen Grund zum Feiern. Es gibt ein Geschenk, es gibt hier Reichtum. Tatsächlich. Löwe. Löwe, ich spüre hier viel Geld bei dir. Ich meine, das hatten wir schon mal gehabt, oder? Diese Energie vom Reichtum bei dir. Und wir reden hier über die Projektion. Die Projektion, also die Spiegelung ist, zwei Menschen sehen sich, zwei Menschen spiegeln sich. Klar, wir haben hier Zwillingsflamme. Was für eine Energie bei dir. Löwe, was für eine Energie bei dir. Ich denke, ja, Manipulation in der Arbeit oder Manipulation auf der Arbeit könnte man hier sehen. Wenn das jetzt nicht die Familie für dich ist, weil es ist verschieden. Ich habe hier die Arbeit, aber ich sehe hier auch die Familie oder die familiäre Situation. Es kommt drauf an. Also Löwe, die Energie ist eine starke Sache. Es kommt hier einfach eine Veränderung in der Familie, in diese familiäre Situation. Es kommt eine klare Veränderung. Vielleicht nochmals einen Erbe und du bekommst Geld durch einen Erbe. Und jetzt bekommst du tatsächlich das Geld. Weil bei Sternzeichen Löwe haben wir schon längst dieses Gefühl, das Gefühl von, man wartet auf Geld, was mit durch einen Erbe kommt. Und ich sehe hier natürlich diese sechste Münze. Ich sehe hier eine Transformation in dieser Situation. Löwe, schaue dir die Karte hier der Hierophant an. Für deine Zukunft. Die Karte der Hierophant lacht.
In dieser Illustration, die Katze der Hierophant lacht, ist glücklich. Und das ist deine Energie für den Monat Juni. Du wirst glücklich sein, weil du alles und noch mehr, als du dir überhaupt gewünscht hast, bekommst. Du hast alles, du bist gesegnet. Das ist einfach so. Es ist so. Und du verlässt manchen Glaubens- und Verhaltensmustern. Deutlich. Deine Energie ist stark. Eine starke Energie. Eine starke Energie. Also das heißt nochmals, du bist nicht mehr die gleiche Person wie gestern. Du bist einen Vorher und Nachher, also du hast dich total verändert. Natürlich kannst du, wie gesagt, könnte für dich auch über eine bestimmte Person reden, aber das wirst du für dich wohl wissen. Für dich wirst du das schon wissen. Ich spüre hier, vielleicht bist du gerade in Urlaub. Vielleicht machst du gerade Urlaub. Oder du bist gerade woanders. Oder du hast vor, eine Reise zu machen, vor jetzt bald eine Reise. Ja, könnte möglich sein. Denn ich spüre hier eine starke Energie bei dir. Überhaupt Sternzeichen Stier. Löwe, Sternzeichen Stier. Stier, sehr stark. Sternzeichen Waage. Sternzeichen Widder. Löwe wie du, haben wir ja gesagt, oder? Sternzeichen Löwe. Skorpion, Fische ist hier nämlich auch. Du wirst mir sagen, Löwe. So habe ich das gesehen und gespürt und gelesen und so habe ich dir das auch gesagt. Ich denke, du bist wirklich eine Person, die niemand braucht. Du brauchst niemanden. Du bist selbstständig. Du bist eine Person, die sehr gut dasteht, sehr viel Stabilität zeigt. Das ist die Energie, die ich hier spüre. Es kommen Veränderungen. Es kommen Veränderungen. Ja oder ja. Du hast in der Zukunft die Nummer 5. Du hast als Ergebnis die Nummer 5. Du hast die Nummer 5 sogar. Warte mal kurz. Ja. Die Nummer 5 ist wichtig für dich. Die Nummer 5, 5, 5. Und worüber spricht die Nummer 5, bitte schon? Über Veränderungen. Löwe, das ist deine Energie für den Monat Juni und ich bin tatsächlich ziemlich, aber ziemlich sprachlos. Und ich kann mich von deiner Energie gar nicht trennen. Ich werde es jetzt machen, aber deine Energie ist extrem interessant. Ich muss dir wirklich sagen, du verlässt eine kleine Manipulation hinter dir oder wie auch immer das ist. Also ich spüre hier eine starke Energie. Löwe, ich danke dir für deine Likes, deine Abos. Dankeschön. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und wir sehen uns bald. Dankeschön. Tschüss.